Wir haben sehr wenig Wohnungseigentum. Die Hälfte der Leute hat Eigentum, die andere Hälfte mietet. Da ist eigentlich bei der Mieterquote nur noch Deutschland und ich glaube, die Schweiz vor uns. Also wir haben sehr, sehr wenig Wohnungseigentum. Es liegt nicht so sehr an mir, ob ich Unterstützung vom Staat bekomme, sondern es liegt an der Wohnung. Wenn es eine Altbauwohnung ist, wenn sie ein bestimmtes Baujahr hat, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllt, dann ist sie günstig. Hängt überhaupt nicht ab von meinem Einkommen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unserer Plan-A-Reihe. Hier sprechen wir über Herausforderungen, denen sich die nächste österreichische Regierung stellen muss. Mein Name ist Antonia Hittmeier und heute sprechen wir über das Thema Wohnen. Dazu ist hier mit mir heute unser Ökonom Dr. Jan Kluge. Hallo Jan. Hallo. Starten wir gleich mal mit einer grundlegenden Frage, nämlich wie wohnt der Österreicher? Also, wenn man sich die Statistik mal anschaut, dann gibt es da wenig Probleme. Wir haben über 4 Millionen Wohnungen. Im Schnitt, wenn man das auf die Köpfe runterbrechen würde, hätten wir also 50 Quadratmeter pro Kopf. Also eine vierköpfige Familie hätte 200 Quadratmeter. Also auf dem Papier sieht das gut aus. Aber die Wohnungen sind natürlich dann nicht so verteilt, wie wir das gerne hätten, zwischen Stadt und Land, zwischen den Jungen und Alten, zwischen den großen und kleinen Haushalten. Also da gibt es dann natürlich so ein paar Probleme. Aber trotz alledem ist das Wohnen in Österreich relativ günstig. Also weniger als 20% des verfügbaren Einkommens geben wir dafür aus, im Schnitt. Heißt nicht, dass es im Einzelnen natürlich nicht trotzdem Probleme geben kann, aber im Schnitt sind wir da relativ günstig, auch unterhalb des EU-Durchschnitts. Und es ist auch über die Krisen hinweg ziemlich konstant gewesen. Also es ist nicht so, dass es für diese große flächendeckende Wohnungskrise gibt, wie man sie in den Zeitungen manchmal lesen kann. Wie gesagt, Probleme an einzelnen Stellen, aber insgesamt sind wir noch relativ günstig und das, obwohl wir ein Land der Mieter sind. Also das ist auch so eine Eigenheit des österreichischen Wohnungsmarkts. Wir haben sehr wenig Wohnungseigentum, die Hälfte der Leute hat Eigentum, die andere Hälfte mietet. Da ist eigentlich bei der Mieterquote nur noch Deutschland und ich glaube die Schweiz vor uns. Also wir haben sehr, sehr wenig Wohnungseigentum und das kann natürlich langfristig ein Problem sein. Okay, also Österreich ist ein Land der Mieter. Mehr Leute wohnen zur Miete statt im Eigentum. Aber woran liegt es? Warum ist die Eigentümerquote in Österreich so niedrig? Also das hat, glaube ich, zwei Gründe. Das eine ist mal, dass das Mieten günstig ist. Also der Staat greift ja umfassend ein. Gemeindewohnungen, Genossenschaften, Richtwertmieten, was es da alles so gibt. Die Miete ist ziemlich günstig, wird künstlich günstig gehalten, muss man sagen. Das heißt, das Mieten ist manchmal wirklich der bessere Deal. Wenn ich eine Wohnung kaufen muss oder ein Haus baue, dann muss ich halt Kosten tragen, Kreditkosten, ich muss das Dach alle paar Jahre neu machen und so weiter. Wenn die Mieten günstig sind, dann miete ich halt lieber. Also das ist mal ein Effekt. Und der andere ist, dass wir eine gesetzliche Pensionsversicherung haben und eine der höchsten Abgabenbelastungen der Welt. Das heißt, die Leute haben relativ wenig Netto vom Brutto. Das heißt, es bleibt gar nicht viel Geld übrig, um damit Wohnungseigentum aufzubauen. Und die Leute sehen auch nicht die Notwendigkeit, weil wir ja die gesetzliche Pensionsversicherung haben. Also sie haben nicht die Möglichkeit, weil wenig Netto vom Brutto und glauben auch nicht, dass sie es brauchen, weil wir in Zukunft ja das Geld aus der gesetzlichen Pensionsversicherung bekommen. Das ist in anderen Ländern, in denen das so nicht gibt, ganz anders. Ja? Also dort macht man Altersvorsorge, indem man Wohnungseigentum oder Vermögen bildet in Form von Wohnungseigentum. Okay, sehr interessant auf alle Fälle. Und wie könnte man Eigentumsaufbau dann fördern in Österreich? Also fördern ist natürlich in Österreich immer ein kritisches Wort. Ja? Es wird alles Mögliche gefördert, es wird Geld für alles Mögliche ausgegeben. Es kursierte ja vor ein paar Monaten die Idee der Häuselbauerprämie. Jeder kriegt also 100.000 Euro, wenn er ein Haus baut. Eine Forderung, die natürlich schnell wieder einkassiert wurde von den eigenen Leuten. Also das war, solche Ideen gibt es dann häufig, wenn man von Fördern spricht. Ich würde vielleicht weniger von Fördern sprechen, mehr von Erleichtern. Also der Staat hat auch viele Hürden aufgerichtet. Die Abgabenquote habe ich schon genannt. Also wenn wir die dritt- oder vierthöchste Abgabenquote der Welt haben, dann bleibt eben wenig übrig, um damit Wohnungseigentum aufzubauen. Und es wäre auch die Frage der Nebenkosten. Also die ganzen, was weiß ich, Grundbucheintragungsgebühren und die ganzen Dinge, wo man ein bisschen was streichen könnte, das sind für eine Familie dann schon fünfstellige Eurobeträge, die man nochmal mitdenken muss. Also da könnte man ein bisschen was tun, um das Ganze nicht unbedingt zu fördern, aber zu erleichtern. Bewegen wir uns jetzt mal weg von Eigentum und weiterhin zum Mietsegment. Wie wohnt denn der Österreicher dort? Ja, im Mietsegment, das habe ich ja schon gesagt, wohnt man normalerweise nicht in etwas, das man als freien Mietmarkt bezeichnen könnte. Drei Viertel der Leute ungefähr, es gibt unterschiedliche Angaben, wohnt in den regulierten Segmenten. Also in den Gemeindewohnungen, die praktisch direkt der Staat vermietet, in den Genossenschaften, die häufig gefördert sind, wo deshalb dann auch die Mieten günstig gehalten werden müssen.
und in den Altbauwohnungen, wo der Staat eben den privaten Vermietern vorgibt, wie viel Miete sie verlangen dürfen. Also Richtwertmieten, Kategoriemieten und solche Dinge. Das heißt, die wohnen alle relativ günstig. Und die anderen, die in das, was wir dann freier Markt nennen, die dort wohnen, die haben es dann nicht unbedingt günstig. Ja? Weil die sind die Leidtragenden eigentlich dieser Politik. Wer irgendwie unterkommt in diesen regulierten Segmenten, und das ist hier an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, Einkommensgrenzen, man muss eine gewisse Zeit lang in Österreich gewohnt haben und so weiter, die darin wohnen, die haben es relativ gut, aber die anderen eben nicht. Und das Problem ist, dass diese regulierten Segmente nicht wahnsinnig schnell wachsen. Wenn wir also Bevölkerungswachstum haben, wenn die Leute vom Land in die Stadt ziehen und so weiter, dann können diese regulierten Segmente, die zwar sehr groß sind, nicht wahnsinnig schnell wachsen. Also Gemeindewohnungen werden relativ wenig neu gebaut. Genossenschaften, okay, gibt es schon, gab es aber in den letzten Jahren ein bisschen Probleme. Altbauwohnungen per Definition werden es nicht mehr. Das heißt, dieser ganze Nachfrageüberhang muss in den sogenannten freien Markt. Und das ist ja das einzige Segment, das dann auf Angebot und Nachfrage auch reagiert. In den anderen Segmenten ist das ja gar nicht so. Dort sind die Mieten mehr oder weniger per Gesetz festgelegt, in einigen Segmenten. Das heißt, im freien Markt gehen die Mieten stark nach oben und jeder, der sich nicht also irgendwie retten konnte in das regulierte Segment, hat dort also große Probleme oder kann größere Probleme haben. Wie kann man es dann schaffen, dass auch im Mietsegment treffsicher gefördert wird oder dass es treffsicher gestaltet wird, die Förderungen? Also es spricht, glaube ich, nichts dagegen, also natürlich spricht nichts dagegen, Haushalte zu fördern, die wenig Geld haben. Aber man müsste vielleicht überlegen, ob man wegkommt von der Objektförderung, die wir jetzt haben, hin zu einer Subjektförderung. Bis jetzt ist es also so, es liegt nicht so sehr an mir, ob ich Unterstützung vom Staat bekomme, sondern es liegt an der Wohnung. Wenn es eine Altbauwohnung ist, wenn sie ein bestimmtes Baujahr hat, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllt, dann ist sie günstig. Hängt überhaupt nicht ab von meinem Einkommen. Und das kennen wir aus der Fachliteratur, wenn ich so ein System habe, wenn ich also sage, ich schaue nicht so sehr auf die Leute, sondern ich schaue mehr auf die Wohnungen und mache die günstig, dann führt das zu so einem Lotterieeffekt. Also ich kann noch so sehr schauen beim Einzug, ob die richtigen Haushalte in die richtigen Wohnungen ziehen. Nach ein paar Jahren ist es im Grunde nur noch Zufall. Ja, die Leute ziehen ein in die günstigen Wohnungen, weil sie Studenten sind, wenig Geld haben. 10 Jahre später sind sie alle Neurochirurgen, verdienen wahnsinnig viel, wohnen aber immer noch in diesen Wohnungen. Und das ist also nicht optimal. Man müsste also hier die Einkommensgrenzen, ich bin auch der Meinung, man müsste sie ein bisschen senken. Sie sind wahnsinnig hoch im Moment. Und man müsste sie dann auch regelmäßig wieder kontrollieren. Wenn die Leute also vernünftig Geld verdienen, sind sie schlichtweg nicht mehr förderbedürftig. Sie sollten dann durchaus in diesen Wohnungen leben bleiben. Man kriegt ja dann immer so dieses Bonlieu-Argument. Ja, die Leute, wir wollen also nicht, dass die armen Haushalte alle zusammen an einem Ort wohnen, sondern es muss eine soziale Durchmischung geben. Ja, glaube ich auch. Aber was spricht dagegen, dass die Leute, die genug Geld haben, dann auch anständige Mieten zahlen? So, das müsste man also schaffen. Und langfristig müsste man, glaube ich, weg von dieser Segmentierung, dieses große regulierte und dieses kleine private Segment. Langfristig müsste man da also ein bisschen ausbrechen, weg von der Objektförderung, stärker hin zu einer Subjektförderung, dass ich wirklich schaue, wer braucht denn Hilfe und der kriegt die dann auch entsprechend. Okay, zum Schluss habe ich noch eine Frage zu einem ganz heiß umstrittenen Thema. Nämlich, was ist das Problem mit Mietpreisbremsen? Ja, also Ökonomen sind sich ja in vielen Punkten uneins. Ja, das ist, glaube ich, allgemein bekannt. Aber bei Mietpreisbremsen gibt es doch einen relativ großen Konsens. Also da hat es immer wieder Befragungen gegeben unter Ökonomen. Und die allermeisten sagen wirklich, das ist ein Problem, wenn ich in Mietpreise eingreife. Es sind die üblichen Effekte, die man eben hat, wenn man in Preise eingreift. Man hat eine höhere Nachfrage. Das Problem haben wir schon angesprochen. Weil das Mieten so günstig ist, mieten eben dann auch so viele und nur wenige haben Eigentum. Und auf der anderen Seite habe ich wenig Angebot, weil wenn es nicht lukrativ ist, Wohnungen zu errichten, dann macht man es eben nicht. Wir kennen das auch aus Studien, dass auch die Qualität dann teilweise nachlässt, dieser mietgebremsten Wohnungen, weil es sich eben nicht lohnt, irgendwie zu investieren in diese Wohnung. Also das kennen wir aus ganz vielen Städten, das gibt es auch viele amerikanische Studien dazu, San Francisco hat Erfahrung damit gemacht, New York hat Erfahrung damit gemacht. Also da hat man grundsätzlich das Problem, man will etwas Gutes tun. Das ist auch gut für die Leute, die darin wohnen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Natürlich, wenn meine Miete nicht steigt, freue ich mich, wenn ich so eine Wohnung habe. Aber für den Wohnungsmarkt insgesamt ist das ein großes Problem, zumindest für diejenigen, die es eben nicht geschafft haben, dann eine dieser Wohnungen zu ergattern. Okay, vielen Dank, Jan, für deine Antworten. Vielen Dank für die Einsichten in den österreichischen Wohnungsmarkt.
Und vielen Dank auch an euch fürs Zusehen. Das ist schon die letzte Folge unserer Plan A-Reihe. Falls ihr die letzten Folgen verpasst habt, könnt ihr die entweder hier sehen oder in unserer Beschreibung. Falls ihr auch in Zukunft keine Folgen mehr verpassen wollt oder keine Videos mehr von uns verpassen wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.